Ja, begonnen hat alles mit Steirer Blut. Das war der erste Teil meiner Alpenkrimiserie mit Sandra Mohr und Sascha Bergmann. Es war in einer schlaflosen Nacht, als eine Frau durch meinen Kopf gelaufen ist, nackt durch den Wald und versucht hat, vor ihrem Mörder davon zu laufen. Es ist ihr leider nicht gelungen. Ich bin dann Gott sei Dank aufgestanden und habe den Prolog niedergeschrieben. Hätte ich es nicht getan, hätte ich es wahrscheinlich vergessen und die ganze Serie wäre nie entstanden. Ich habe es getan, Gott sei Dank, habe am nächsten Tag weitergeschrieben und habe dann gemerkt, dass diese beiden Figuren, eben diese Sandra Mohr und dieser Sascha Bergmann, ein großes Potenzial haben für eine Serie. Und habe dann eigentlich beschlossen, weiterzumachen. Ja, und dann ist es weitergegangen mit Steirer Herz, Steirer Kind, Steirer Kreuz, alphabetisch, damit ich selbst nicht durcheinander komme. Und ja, ich muss dazu sagen, also ich morde nicht an einem Ort, so wie es zum Beispiel jetzt in Kitzbühel passiert im Fernsehen, sondern ich morde mich durch die Steiermark. Das heißt, jedes Buch hat eine in sich abgeschlossene Handlung, die in einer bestimmten Region spielt. Die zwei Protagonisten arbeiten beim Landeskriminalamt in Graz und sie müssen dann dorthin fahren und den Mord aufklären. Das heißt, in dem nächsten Buch bin ich woanders. Und so, ja, so morde ich mich von Region zu Region eigentlich. Bevor ich anfange zu schreiben, fahre ich in die Region, sehe mir die ganz genau an, höre den Leuten zu, und versuche auch die Leiche, oder die Tötungsmethode der Region anzupassen. Das heißt, es gibt es jetzt zum Beispiel beim Steirer Kreuz, das eine sehr mystische Gegend ist, am Rande des Pilgerweges nach Mariazell. Da habe ich mir ein altes christliches Hinrichtungsritual ausgesucht. Man hat früher die Leute verkehrt aufgehängt, kopfüber, an einem Baum, hat ihnen links und rechts Hunde zur Seite gehängt. Ja, das war eine nette Folter- und Hinrichtungsmethode. Und sowas passt natürlich schön in diese christlich geprägte Region, Mürzer Oberland, wo das eben spielt, das Steirer Kreuz. Ja, und das nächste Buch kommt ja schon auch wieder bald raus, das ist dann das Steirer Land, das spielt dann im Vulkanland. Da geht es dann um Landwirtschaft, um Mangalitzerschweindeln und ja, und das passt dann wieder in diese Region. Ist einiges anders als im Buch, denn man kann einen Roman nicht eins zu eins als Film umsetzen. Das heißt, man muss diese Handlungsstränge auseinandernehmen, damit es logisch bleibt, ändert sich dann wieder was am Inhalt. Aber das ist im Prinzip egal, wenn die Figuren gut besetzt sind, denn ich mache auch nichts anderes, als meine zwei Hauptfiguren nehmen, Sandra Mohr und Sascha Bergmann, und baue mir einen neuen Fall drumherum. Und insofern ist die Handlung jetzt gar nicht so wichtig, was den Film betrifft, ob da jetzt das ein bisschen anders ist oder als im Buch. Hauptsache, die beiden sind gut besetzt und die sind fantastisch besetzt, denn als ich am Set war, habe ich wirklich gedacht, okay, wow, Sascha Bergmann lebt, Miriam Stein macht ebenfalls einen wunderbaren Job und ja, auch der Rest ist großartig besetzt. Es hat im Herbst eine Auszeichnung für den vierten Band für Steirer Kreuz gegeben, das ist der Buchliebling. Deshalb so erfreulich, weil es ein Publikumspreis ist. Das heißt, es wird im Internet abgestimmt und in den Buchhandlungen. Und das ist mir natürlich besonders viel wert, denn irgendwelche Fachjurys, ja, gut, schön. Aber für mich zählt eben der Leser, ich schreibe für den Leser und wenn das beim Leser gut ankommt, dann freue ich mich natürlich sehr. Das ist eine große Bestätigung.